Von Mitte der 1950er bis Mitte der 1990er Jahre zählte Peter Alexander zu den populärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum. Mit Kinofilmen wie Charlies Tante, Im weißen Rössel, Ich bin kein Casanova oder seiner eigenen TV-Show schrieb er deutsche Fernsehgeschichte. Der gebürtige Österreicher war auch ein begnadeter Sänger und veröffentlichte unzählige Platten. Peter Alexander war ein wahres Allround-Talent und zog mit seinem einzigartigen Charme und Humor das Publikum in seinen Bann. Der bürgerliche Name des Entertainers war Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeier. Hier sieht man ihn als Familienmensch mit seiner Tochter Susanne und seinem Sohn Michael im Jahr 1968. Doch so lustig seine Filme und Lieder waren, für den charmanten Schauspieler und Entertainer war das Leben nicht immer einfach. Besonders in seinen letzten Lebensjahren erfuhr er einige schwere Schicksalsschläge. Seine Ehefrau Hilde verstarb am 30. März 2003 in Wien. Hilde war auch Schauspielerin. Die beiden gaben sich 1952 das Ja-Wort. Nach dem Tod seiner Frau Hilde zog sich Peter Alexander aus der Öffentlichkeit zurück. Im Jahr 2009 folgte der nächste harte Schicksalsschlag für Peter Alexander. Seine Tochter Susanne verstarb. Susanne Heidiger Neumeier war mit ihrem Mann auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui. Am 8. März 2009 kam sie bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Insel ums Leben, wie das österreichische Außenministerium der Presseagentur APA 2009 bestätigte. Susanne Heidiger Neumeier wurde im Jahr 1958 geboren und war Kunsthistorikerin und Malerin. Mehr ist leider nicht über die Tochter des legendären Schauspielers bekannt. Was für ein furchtbarer und tragischer Schicksalsschlag für Entertainer Peter Alexander. Seine Fans trauerten mit ihm um seine geliebte Tochter. Nur 2 Jahre nach dem tragischen Tod seiner Tochter Susanne verstarb auch Peter Alexander im Alter von 84 Jahren in Wien. Woran er starb, wurde nie veröffentlicht. Beerdigt wurde der ehemalige Star am Wiener Zentralfriedhof, wo zahlreiche Fans von ihm Abschied nahmen. Dort wurden in den Jahren zuvor auch schon seine Tochter und Frau begraben. Den Tod seines Sohnes bekam der Sänger nicht mehr mit. Michael Neumeier kam 2019 im Alter von 56 Jahren in der Türkei ums Leben. Nur Peter Alexanders Stieftochter Ingeborg ist noch am Leben. Hilde brachte sie mit in die Ehe. Aus der Öffentlichkeit hält sie sich jedoch so gut es geht raus und genießt ihr Privatleben.